Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich begrüße euch erstmal recht herzlich hier bei uns in Vorpommern-Greifswald im Haus Jugendstil. Mein Name ist Enrico Harnisch, Kreisvorsitzender hier vom hiesigen Kreisverband. Ansonsten freue ich mich, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid hier heute. Und fahre eigentlich so weit fort und eröffne hiermit unsere Landesparteitagung. Ich rufe euch alle hier ferner auf, der Selbstentwürdigung unseres Volkes entschlossener entgegenzutreten. Für unsere eigene Zukunft willen, für die Zukunft unserer Kinder willen und nicht zuletzt für die Zukunft unseres Volkes. Unser Volk braucht in dieser dunklen Stunde Angehörige mit wahrem Bekennermut. Und es ist vieles in Bewegung geraten in diesen Zeiten. Und viele in Mecklenburg-Vorpommern, die uns organisatorisch noch fernstehen, schauen auf unseren Landesverband. Es ist gut, dass sich Deutsche vom BRD-Regime entfremden. Und es gibt auch in der sogenannten Alternativen, die ich bewusst heute gar nicht erwähnt habe, das muss ich erwähnen, massive Bewegungen. Und viele in der sogenannten Alternativen für Deutsche schauen auf die NPD Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten werden schon mitbekommen haben, ich habe mit vier Vertretern oder ehemaligen Vertretern der AfD im Kreistag Ludwigslos-Parchim jetzt eine gemeinsame Fraktion mit dem Namen Heimat und Identität gegründet. Und der Fraktionsgeschäftsführer ist Mitglied der NPD. Also es bewegt sich was. Und die AfD hat am 7. und 8. November ihren Landesparteitag. Es sind viele, die mit dem Anpassungskurs sowohl der Landesführung als auch der Bundesführung der AfD nicht einverstanden sind, kurz vor dem Absprung. Und bei uns können sie eine Heimat finden, aber es gelten ganz wesentliche gemeinsame Maßstäbe, die eine Zusammenarbeit möglich machen. Zum einen der Einsatz für die Bewahrung unserer Identität. Das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes. Man muss aus natürlichen Gründen gegen die Globalisierung und die Ausbeutung der Völker sein. Wer mit diesen drei Punkten übereinstimmt, ist herzlich willkommen. Und für uns gilt es, wir müssen jetzt endlich wieder aus der Deckung kommen und politisch angreifen. Wir müssen unsere Landsleute auffordern und es auch selbst leben, einen Bekennermut zu entwickeln. Ganz nach dem Motto, ich bin Deutscher und ich diene meinem Volk. Dankeschön. Wir müssen sagen, wir wollen ein besseres, wir wollen ein anständiges Deutschland, wir wollen ein Deutschland, in dem unser Volk eine Zukunft hat. Wir stehen für ein edles Deutschland. Wir stehen für ein Deutschland, in dem die Tat und der Wille wieder einen Rang hat. Der Wille zum politischen Sieg. Und ich sage bei Veranstaltungen oder erwähne bei Veranstaltungen immer gerne unseren politischen Dreiklang, der im Grunde alles beschreibt, was uns ausmacht in unserem Parteiprogramm. Das ist die nationale Souveränität, Identität und die Solidarität. Und im Grunde kann man nur dann von dieser Partei, unserer Partei, Abstand nehmen, wenn es eine andere Organisation gibt, die diese Kriterien erfüllt. Und da sind wir bei der AfD, ich mache das nochmal etwas ausführlicher, aber da sind wir im Grunde bei der AfD ganz schnell fertig. Wenn man den Bereich nationale Identität nimmt und sich, egal welchen Vorsitzenden, ob das damals die Frau Petri war, ob das die Frau Weidel oder ein Herr Gauland ist, die eben sagen, naja, man muss Zuwanderung nach Deutschland, man muss Flüchtlingsströme nur irgendwie besser organisieren, dann wissen wir doch schon, dass es den Herrschaften und dieser Partei, ich rede jetzt nicht von einigen Guten an der Basis, sondern ich rede von der Parteiführung, dann wissen wir, dass es diesen Herrschaften eben nicht um das ethnische, biologische Erbe unseres Volkes geht. Denn dann kann ich nicht sagen, ich muss Zuwanderung nur irgendwie besser organisieren. Wenn ich das biologische und kulturelle Erbe unseres Volkes erhalten will, dann gibt es nur eine Möglichkeit,
nämlich nicht Zuwanderung besser organisieren, sondern da muss Zuwanderung konsequent gestoppt werden und die, die nicht nach Deutschland gehören, müssen unser Land wieder verlassen. Das ist der Standpunkt der NPD und der wird auch immer noch weiter. Die NPD hat heute hier in Anklam in großer Geschlossenheit ihren Landesparteitag durchgeführt, auf dem ich als Landesvorsitzender einstimmig bestätigt wurde. Die NPD ist die einzige Partei, die sich für die Identität des eigenen Volkes einsetzt, für die Selbstbestimmung, für das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes und gegen Globalisierung und Ausbeutung. Wer sich diesen Zielen verpflichtet fühlt, ist bei uns in der NPD herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier als Gast beim Landesparteitag in Mecklenburg und Pommern anwesend sein durfte und konnte mich auch selbst davon überzeugen, dass der Landesverband harmonisch und in großer Geschlossenheit einen alten und neuen Landesvorsitzenden gewählt hat und dass es zu unserer NPD keine Alternative gibt. Nur die Nationaldemokratische Partei Deutschlands steht für nationale Souveränität, Identität und Solidarität, das heißt für den Erhalt unseres Volkes, für die Durchsetzung seiner Interessen und für die Gemeinschaft unseres Volkes. Und das kann keine andere Partei in diesem Land leisten.